Hier ist also der sagenumwobene Ort, an dem sich der letzte Windmönch aufhält. Habe ich mir irgendwie sagenumwobener vorgestellt. Nun ja, die Realität ist der erklärte Feind der Fantasie. Moment, dich kenne ich doch. Der Schroff. Meine Güte, Sie sind es, Robert. Wie lange ist das jetzt her? 3 Jahre bestimmt. Oh, ich wusste, dir geht es gut. Aber was soll man auch von dem tödlichsten Tier Asposiens erwarten? Ach, wie schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich würde dich ja umarmen, aber... dann würde ich eines qualvollen Todes sterben. Dann würden Sie eines qualvollen Todes sterben. Herrlich. Das ist doch der Schroff und 3 Miniaturschrofe. Sie sind Ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Da ist noch etwas Schroffsekret am Felsen. Die Spur führt hoch in die Berge. Eine mysteriöse Holztafel. Da ist etwas drauf eingraviert. Puh, der Tümpel stinkt ganz schön. Diese Sprache kann ich nicht lesen. Ist vermutlich ohnehin nur die Übersetzung. Das sieht irgendwie aus wie ein Asposa? Das erinnert mich an etwas. Ist das ein Windbrunnen? Diese Nase, die elegante Form, ein Erdbeer. Da steht zum Windmönch. Sieht so aus, als sei ich hier richtig. Hallo, Schroff. Hallo, Robert. Das sind ja niedliche kleine Schroffs. Die sehen aus wie kleinere Versionen von dir. Oh, vielen Dank. Das könnte durchaus daran liegen, dass es meine Kinder sind. Oh, wie süß. Ja, ich muss sagen, es erfüllt mich mit Stolz, zu wissen, dass ich diese unsere Welt um ein paar intellektuelle Amphibien erweitert habe. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein, mein junger Freund. Kinder zu erziehen ist nicht so leicht, wie alle sagen. Ach so, ich dachte, es reicht, wenn man sie in ein Loch sperrt und gelegentlich rausholt, um ihnen Angst zu machen. Das war zumindest Conroys Methode. Oh, nicht doch. Ich habe da eher einen intellektuellen Ansatz. Wir rezitieren Gedichte, lesen Zeitung. Ich lasse die Kinder sogar Dynastielieder von den Flötennasen singen. Ich würde ihnen ja gerne eine Kostprobe geben, aber meinen jüngsten Lukas kann ich irgendwie nicht finden. Oh nein. Ja, ich bin ganz krank vor Sorge. Toll, aber braucht man zum Familiegründen nicht auch eine Mutter? Die hatte ich tatsächlich. Vielleicht kennst du sie ja. Saß allein vor dem Eingang der Dynastie. Schroffeline? Und das war ihr Name. War? Sie hat mich verlassen, um Sängerin zu werden. Ich hätte es wissen sollen. Wir haben ein Leuchtfeuer der Leidenschaft entzündet, aber ich fürchte, ich war nicht mehr für sie als der Vater ihrer Kinder. Das tut mir leid und... Aber sie hat mir die hier hinterlassen. Die großartigsten Geschöpfe, die sich ein Schroff nur wünschen kann. Wir haben es ja ewig versucht, aber am Ende haben wir ein paar Wirte gefunden, um die Kleinen auszubrüten.
Habe ich dir jemals erzählt, wie Schrofs geboren werden? Ja, sie platzen aus Köpfen. Sehr gut. Aber habe ich dir auch mal erzählt, wie sie gezeugt werden? Ich bitte dich inständig, es nicht zu tun. Wo wir gerade beim Thema sind, wie geht es denn Ihrer Gemahlin? Welche Gemahlin? Das grünbejackte, ungehobelte Großmaul, mit dem Sie beim letzten Mal unterwegs waren. Oh, du meinst Laura? Genau die. Lebt sie noch oder hat sie sich endlich mit dem Falschen angelegt? Ach, wir gehen gerade getrennte Wege. Also ich bin hier und sie müsste irgendwo da hinten sein. Ich verstehe. Weißt du zufällig, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Oh, ist das diesmal deine Mission? Ein interessantes Leben, das du da hast. Ich wünschte, es wäre weniger interessant. Nun ja, ich weiß, dass sich irgendwo da hinten ein Kloster in den Bergen befindet. Bist du sicher? Sind Schrofe tödlich? Und wie? Kennst du das Kloster? Ich war noch nie da, aber ich hörte Geschichten. Eine verrückte Alte hat Findelkinder zu Mönchen erzogen. Kein guter Ansatz, wenn Sie mich fragen. Dabei konnte ja nur Quatsch herauskommen. Das Tier da hinten, was ist das? Theo? Die gemeine Schweinsfliege, auch als Flietüt-Pöperö bekannt, ist ein selten vorkommendes Insekt aus der Familie der Moorsummer. Sie besteht zu 86% aus Nase und zu 14% aus Flügeln. Sie ist für alle Lebewesen unverdaulich und als einziges bekanntes Tier immun gegen Schrofs. Sehr gut, Schatz. Papa ist stolz. Dafür bekommst du einen weiteren Tag lang meine Liebe. Was wäre passiert, wenn er falsch geantwortet hätte? Theo? Dann hätte ich mir Papas Liebe wieder neu verdienen müssen. Denn? Niemand mag Versager. Sehr gut. Dafür bekommst du noch einen Tag. Juhu! Sie sieht aus, als würde sie irgendwas suchen. Ach, diese Biester schnüffeln überall herum. Was bei einem Tier, das zu 80% aus Nase besteht, äußerst unangenehm ist. 86%. Sie bestehen zu 86% aus Nase. Theo, du weißt, was passiert, wenn man Papa korrigiert. Dann stirbt irgendwo ein Wollmausbaby. Okay, aber Schrof, bestehst du nicht zu 96% aus Gift? Ein Gift, das jedes andere Tier umbringen würde. Aber diese Mistviecher besitzen die Unverfrorenheit, dagegen immun zu sein. Ihr könnt richtige Dynastielieder singen? Ich kann es nicht singen, solange Lukas nicht da ist. Aber ja, ich habe unten im Tal eines aufgeschnappt. Meine Kinder lieben es. Wo könnte der kleine Lukas denn sein? Wie lange ist er denn schon weg? Ach, er könnte überall sein. Andauernd haut der Bengel ab. Seine Brüder und Schwestern sind da ganz anders. Theo, Josephine und Ödema sind ganz brav, seit ich sie an ihren Steinen festgeklebt habe. Oh, damit erübrigt sich die Frage, warum er weggelaufen ist. Genau. Wissen Sie, es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Aber das Kind transpiriert. Er kann sich unsichtbar machen? Nicht ganz. Er schwitzt stark. Deswegen ist von ihm auch nicht mehr als ein Schweißfleck übrig. Na fein. Wir suchen also ein schwitzendes, kleines, tödliches Schrofbaby. Oh, Lukas! Danke. Keine Ursache. Und? Was willst du werden, wenn du mal groß bist? Genauso tödlich wie mein Vater.
Ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht klappen wird. Du wolltest doch unbedingt ein Haustier. Toll. Und wie sollen wir jetzt den Kaffeesatz aus der Waschmaschine kriegen? Hallo? Ist da jemand im Baum? Nein. Sicher? Psst, du lässt uns noch auffliegen. Verdammte Pollenallergie. Du wolltest ja unbedingt, dass wir uns in einem Baum verstecken. Seid ihr Flötennasen? Ich bin auch eine. Ihr müsst euch nicht vor mir verstecken. Okay, wenn du eine Flötennase bist, wie ist dann dein Name? Vielleicht kennen wir uns ja. Also, wenn wir auch welche wären. Okario, irgendwas Boe, der Dritte. Robert, du bist Robert. Oho, Entschuldigung, Euer Majestät. Hätten wir gewusst, dass ihr es seid? Dann hätten wir das gute Porzellan rausgeholt. Wir haben gar kein Porzellan. Du hast gestern die letzte Tasse runtergeschmissen. Ja, einer der vielen Nachteile, wenn man in einem verdammten Baum lebt. Hab ich dich gezwungen, hierher mitzukommen? Du hast gesagt, du wolltest mich dabei haben. Ich vermisse Laura. Der Ausblick auf die Berge hier ist wunderschön. Ein vorzeitliches Steinsieb. Irgendjemand kocht hier Suppe. Uah, die stinkt noch schlimmer als der Schroftümpel. Hey! Eine mysteriöse Holztafel. Da ist etwas drauf eingraviert. Eine mysteriöse Holztafel. Ganz schön groß. Was für eine beeindruckende Nase. Da oben ist doch jemand. Ich weiß es. Hallo da oben? Hier ist niemand. Es sei denn, du bist eine Flötennase. Ich bin eine Flötennase. Das kann jeder sagen. Hier kommen also die Windmönche her? Ich kenne mich hier aus wie in meiner Manteltasche. Kannst du mir dann sagen, wo ich hin soll? Ja, aber das werde ich nicht tun. Danke, Conroy. Ah, das kenne ich. Das sind Flötennasenlieder. Okay, was haben wir da? Das ist das Hochlied. Aber was können die anderen beiden? Leider gibt's hier keine Noten. Diese Symbole kommen mir sehr bekannt vor. Leider gibt's hier keine Noten. Irgendwer hat hier anscheinend eine Party gefeiert. Das würde sicher niemand vermissen. Scheint eine gefährliche Gegend zu sein. Der Nebel ist zu dicht, um zu erkennen, was darunter liegt. Da steht: Die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie drei Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern.